Eins, zwei. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, Aber falsch. verdammt. Eins, zwei. Falsch, Aber falsch. verdammt. Boah, ist das schwer. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, falsch. Falsch, falsch. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, falsch. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, Aber falsch. verdammt. Falsch, Aber falsch. verdammt.
Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Ja, ich habe erst zu spät kapiert, dass er mitklopft. Deswegen habe ich so lange gebraucht. Rufus, sehr gut. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Und jetzt wurde er gegrillt, oder was? Ja. Hoffen, dass Janosch einen konstruktiven Beitrag zum Thema Tauchbootjagd hat. Hey, Janosch! Ah, Rufus, du dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wieder Erfolg habe. Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gagdonne. Nie gehört. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst, sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Bitcha zu bestellen. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja. Im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Shopomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Okay. An wen hast du die Torpedo-Ausrüstung? An den Schogerade. Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich wascht, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Bitcha auch sehr lecker. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Popel? Igidigid, aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und gehen sogar langsam die Duftbäume aus. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das, viva la Revolution. Vanessa. Wollt ihr Fisch, Junge? Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Okay, ja. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja. Meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken.
Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohlauf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Oh. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rubus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuhleisten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Jetzt kann er sogar die Klappe aufreißen, ohne Helga zu kriegen. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal. Das ist es wert. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du... Oh, oh. Autsch! Reiz den Drachen. Autsch! Ich glaube, das hat ein bisschen weh. Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser... Sie hat... Ist halt... Weit... Oh... Nicht wohl zum... Sie... Wie bist du hier gelobt? Ich... Und da... Und in das... Du und ein... Wenn überhaupt... Nein, ich dachte... Ja... Kann ich nicht... Schön, dass du... Müssen wir das jetzt nochmal machen? Ob du es glaubst oder nicht. Du wirst nicht glauben, was mir... zum Miet... Ich glaube, dir... Oh...
Nix mit No Game. Hallo, Ruf. Nein. Bin gleich wieder da. Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Chaos of the Pony. Ja, oder eher gesagt, ich bin wieder zurück. Nachdem ich ja hingekriegt habe, ein New Game zu machen, muss ich erstmal normal machen. Bisschen bescheuert, ja gut. Und? Wie aber? Das kennen wir hier schon. Zum... Ich glaube... Dann passiert nämlich das. Respawn. Dürfen wir nämlich nicht machen dann. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Na, was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Okay, ich glaube, wir wissen, wie wir Thunfisch machen. Die Delfinbabys hat... Ist das nicht ein bisschen... Ich... Aus Delfin... Wenn den... Ich meine es ernst. Ich... Das war kein... Oh Mann. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Warum sehen die Delfine so... Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen... Vielleicht... Ich glaube... Sie lieben... Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Pony, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Okay, irgendwie ist die Musik gerade ein bisschen laut. Ein bisschen leiser machen. Nehmen wir mal mit. Kantine. Hallo? Oh, hallo! Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören Sie mal, ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft?
vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn?